Ja Leute, grüßt euch doch mal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist jetzt gerade 6 Uhr morgens und ich werde heute einen Wettlauf gegen meinen Lieblingsgegner Tammo machen. Ich mache mich jetzt gerade auf den Weg in Richtung Bad Segeberg und werde heute von Bad Segeberg zum Hamburger Stadtpark wandern, laufen. Und Tammo wird vom Stadtpark nach Bad Segeberg laufen. Wer am Startpunkt des anderen zuerst ankommt, hat das Ding gewonnen. Wir haben auf dem Weg noch ein paar Aufgaben eingebaut, das erkläre ich alles auf dem Weg. Aber erstmal muss ich mich jetzt schnell auf den Weg machen. So, Anpfiff ist um 7 Uhr gleich. Wir haben jetzt 10 nach 6, fahren noch 35 Minuten. Ja, also wird also auch ein ganz schön enges Ding hier, aber ja, dann geht es direkt drauf. 50 Kilometer stehen heute vor uns. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wir haben auch noch so halt kleine Aufgaben mit eingebaut. Bei Kilometer 10, bei Kilometer 25 und bei Kilometer 40 werden wir aus einem Aufgabenpool kleine Zettelchen ziehen und ja, haben dann ein Handicap für eine bestimmte Strecke oder müssen halt eine Aufgabe lösen, haben uns ein paar Sachen überlegt. Oh ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was das wird. Und ich bin gespannt, ist Tammo eigentlich schon wach? Hallo? Na, Tammo? Na? Wo bist du jetzt? Oh, 3 Minuten. 3 Minuten noch. Ja, das passt doch genau. Wir haben jetzt kurz vor 7. Ich stehe hier auf dem Parkplatz bei Möbelkraft. Wollen wir sagen, in 2 Minuten let's go oder was? In 3. Okay. Also sagen wir 3 nach. 3 nach 7 und dann geht's los. Ja. Viel Spaß wünsche ich dir. Ja, vielleicht. Ein kleiner Moin Moiner. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich hier am Eingang des Graffiti-Tunnels auf der Stadtparkseite. Es ist etwas verspätet. 7:08. Ich gehe jetzt los und ab geht's. Ich war die letzten 1,5 Wochen krank. Na klar, gönnt man sich denn heute wieder so ein Ding. Aber ich habe wirklich richtig Bock, ey. Ich habe jetzt doch noch mal 3-4 Minuten gebraucht, um mich zu orientieren. Aber jetzt kann es auf jeden Fall losgehen. So, zu meinem Plan. Ich werde versuchen, jetzt die ersten 20 Kilometer zu, ja, so ein bisschen zu joggen eher, damit ich vielleicht einen kleinen Vorsprung habe, wenn ich den Tammo irgendwo kurz hinter der Hälfte treffe. Ja, und dann werde ich die letzten 30 Kilometer dann gehen. Schauen wir mal, dass wir den Tammo schon auf halber Strecke brechen. Ich bin hochmotiviert. Ich werde das Ding heute nach Hause holen. Und ich habe alles an meiner Taktik geändert im Vergleich zum letzten Mal beim 80-Kilometer-Lauf, den Malte vielleicht irgendwo hier einblenden möchte. Heute wird alles anders. Heute wird alles besser. Heute wird alles schneller. Heute wird alles fokussierter. Heute werde ich den Sieg nach Hause holen, meine Freunde. Google sagt, wenn ich das Ding jetzt ganz entspannt wegwandere, ohne Pause, bin ich um 17.30 Uhr da. Ja, das wird doch wieder ein richtig, richtig schön knackiger Tag, ey. Da oben steht Hamburg ja sogar schon drauf. So weit kann es ja eigentlich nicht mehr sein. Etwas über 2,5 Kilometer sind geschafft. Ich muss sagen, es ist wirklich wunderschön. Es hat was, so früh aufzustehen, mitzuerleben, wie die Sonne aufgeht. Keiner ist wach. Also die einzigen Menschen, die ich hier sehe, sind Hundebesitzer, die mit ihren Hunden Gassi gehen. Ansonsten ist es sehr, sehr ruhig und angenehm. Also richtig viel passieren tut ihr auf jeden Fall nicht. Ist doch sehr früh. In meinem Kopf ist noch nicht so viel los, aber einfach mal in einem ganz stillen, angenehmen Leerlauf hier einen Tag reinstarten. Spannend wird es auf jeden Fall bei 10 Kilometer, wenn ich mir das erste Handicap in Form eines kleinen Zettels aus meinem Rucksack ziehen werde. Ich weiß, da sind auf jeden Fall ein paar Aufgaben dabei, auf die ich so überhaupt gar keinen Bock habe. Die ersten 5 Kilometer sind durch, eine Dreiviertelstunde auf dem Weg. Ja, das ist eigentlich genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Da
gerade schon mal ein bisschen Energie nachgeworfen, hat getrunken. Knappe 5 Kilometer gelaufen und es kommt leider schon der erste Boxenstopp. Denn ich muss dringend auf Toilette. Lädt's, jawohl. So, ersten 10 Kilometer sind voll. Knapp unter anderthalb Stunden. Ja, jetzt gibt's erstmal eine Banane und das erste Handicap. So, ich schnall den Rucksack mal ab. Erstmal jetzt eine ganz schnelle Turbo-Banane. Mm. Damit man auch schön stark bleibt, ne? Ich habe hier die Aufgabenzettelchen, die Tamo auch mit dabei hat. Also wir haben beide die gleichen 10 Aufgaben. So, hier ist der Zettel. Also da sind 2 dabei, die eher ein Win wären und der Rest ist eigentlich komplett garstig. Ja, okay. Trage einen Ast über 5 Kilometer, der größer als du selbst ist. Das heißt, ich muss jetzt hier auf dem Weg gleich einen Ast suchen, der größer ist als ich und den muss ich 5 Kilometer mit mir mittragen. Ja. Und die 5 Kilometer zählen natürlich erst, sobald ich den Ast gefunden habe. Na, schau doch mal einer an. Was ist das denn? Der ist so perfekt. Passt auf, Leute. Er ist auf jeden Fall größer als ich. Und das ist auch natürlich ein taktisches Ding. Der ist nicht zu dick. Sehr, sehr leicht. Den nehme ich doch einfach mal mit. So, da sind die Zettel. Ich mische das hier nochmal so ein bisschen. Und dann alles One-Tag. Ich bescheiß nicht, ja. Dann werfe ich die hier mal so hin. Und dann ziehe ich den. So. Wander 5 Kilometer ohne Song. Ach man, scheiße. Also das ist ungelogen einer der arschigsten Karten, die ich ziehen konnte. Aber was soll's. Ja, dann laufe ich jetzt wohl mal die nächsten 5 Kilometer ohne Socken. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde die nächsten 5 Kilometer mit dem Stock wandern und dann 10 Kilometer wieder laufen. Wir machen das hier heute auch nicht nur ganz nur aus Spaß, sondern auch als Vorbereitung für unsere Stoneman Hike Dolomiten Wanderung im Juli, die Tamo und ich jetzt die letzten Wochen für uns gefunden haben. Da müssen halt ordentlich Meter geschrubbt werden hier. Leider heute dann keine Höhenmeter, aber ein bisschen was für die Pumpe machen ist immer wichtig. Und wenn man das noch so ein bisschen spielerisch verbinden kann mit so einem schönen kleinen Wettrennen, dann macht das alles auch gleich immer noch mal ein bisschen mehr Spaß. Ich und mein Ast, wir haben uns schon mittlerweile sehr aneinander gewöhnt. Ich halte ihn hier so voraus wie ein Speer, weil ich weiß, irgendwann da vorne kommt Tamo und dann geht's so. Und dann Vollgas. 15,5 sind voll. Ich werde mich jetzt hier von meinem treuen Wegbegleiter der letzten 5 Kilometer verabschieden. Du warst ein guter Freund, aber nun bleibst du hier auf der Strecke. 10.20 Uhr, 15 Kilometer. Ja, also 1 Kilometer muss ich noch ohne Socken. Es ist tatsächlich gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ist ein bisschen eklig. Rutscht auf jeden Fall die ganze Zeit hin und her. Aber so die ersten 500 Meter dachte ich halt, das geht gar nicht. Ich spüre schon förmlich, wie die Blasen sich entwickeln. Aber es geht jetzt. 10.40 Uhr, 16 Kilometer. So, ich habe es geschafft. Ich darf jetzt endlich meine Socken wieder anziehen. Das ist der erste Netto. Da gehe ich aber mal sowas von rein jetzt, ey. Ich gab jetzt einmal für mich eine Trinkmahlzeit, ein paar Cashewkerne und was zu trinken. Ja, kurz 2 Minuten Pause und dann direkt weiter. Ey, ich kühle aber direkt runter, sobald ich mich nicht bewege, ey. Gar nicht so geil. Jetzt erstmal wieder ein bisschen auf Betriebstemperatur kommen. Ich habe 20 Kilometer voll. Boah, ich muss schon sagen, das ist heute nicht so richtig mein Tag. Energietechnisch ein bisschen low. Und hier, wenn man mal hört, ich nenne das jetzt einfach mal Bundesstraßen-Meditation. Das macht auch ein bisschen kirre. Ja, aber
aus dem Loch versuche ich mich gerade so ein bisschen rauszulaufen. Eine Sache stimmt mich gerade unfassbar freudig. Die Hälfte der Strecke ist gemacht, also knapp über 23 Kilometer. Und wenn ich jetzt mal so schaue, ja, also Tammo ist auf jeden Fall nicht in Sicht. 25 Kilometer, es ist 20 vor 12. Ja, das heißt, es darf der nächste Zettel gezogen werden. Trage den Rucksack, trage den Rucksack für 5 Kilometer nicht auf dem Rücken oder der Brust. Das heißt, ich muss den Rucksack in der Hand tragen. Das ist auf jeden Fall nicht eine der Aufgaben, die ich auf gar keinen Fall machen wollte. Deswegen bin ich damit eigentlich ganz glücklich. Das ist schon super nervig, aber die Sonne kommt gerade raus. Es wird ein bisschen warm gerade. Ich habe nämlich gerade schon die ganze Zeit angefangen, ein bisschen zu frieren. Ja, sag mal, da hat der liebe Tammo vielleicht schon eine Pause zu viel gemacht. Kann das sein? Ich komme jetzt gerade in Kaihude an und ja, bisher ist der gute Mann noch nicht zu sehen. 11 Uhr, 18,5 Kilometer. Ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt leider schon das erste Tief. Also ich merke auf jeden Fall, wie meine Beine sehr schwer sind, wie ich auch müde bin. Ich habe auch echt wenig geschlafen letzte Nacht. Und ich habe auf jeden Fall schon wieder die ersten Flashbacks von der 80 Kilometer Challenge. Ich ziehe das hier auf jeden Fall durch. Ich bin jetzt bei 26 Kilometern und ich habe so ein Gefühl, dass da vorne gerade ein Tammo kommt. Ich glaube, da vorne ist gleich ein Tammo und der wird so richtig schön kotzen. Der müsste jetzt bei 20 Kilometern sein. Ja, das ist Tammo, der da vorne kommt und schön am Schnabulieren ist. Ja, das schauen wir uns doch jetzt mal in Ruhe an. Na, Diggi, wie sieht's aus? Grüß dich doch erstmal. Der war mal ganz kurz. Ich muss jetzt hier mal kurz gucken. Mal ganz kurz mal gucken. 21 Kilometer. Ja. Du hast schon 30 Kilometer. Ja, 26. Komm doch erstmal her. Ja. Also, ich will nicht lügen, das passt mir nicht mehr. Ja. Scheiße, Mann! Ich bin richtig gut in der Zeit. Ja, du bist auch gut unterwegs, aber ich bin halt echt gut auf Zack gewesen. Digga, was hast du gemacht? Hast du gelaufen? Ja. Kleiner Mensch. Er hat hier auch Laufschuhe und so. Oh! Leicht getrickst. Ich bin jetzt nicht die ganze Zeit gelaufen, aber ich bin weite Strecken bin ich auf jeden Fall gelaufen, ja? Ja, wurde hier kurz ein bisschen zurechtgerödelt und dann gehen wir jetzt auch gleich wieder beide unser Wege, ne, Tammo? Ja, gehen, ne? Ja, ein bisschen schneller gehen. Oh, ich verfluche dich zu werden. Okay. Mach's gut. Hau rein. Viel Spaß und wir sehen uns nachher. Dir auch. Bis später. Tschüss, Tammo. Da hinten geht er. Oh Mann, ey. Er war so richtig guter Dinge gewesen. Und ja, hat das einfach, glaube ich, auch so ein bisschen nicht im Blick gehabt, dass man ja auch einfach vielleicht mal ein bisschen schneller gehen könnte. Also, wie ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt, bin ich auf Malte gestoßen. Und ich war sichtlich geschockt. Ich habe mir schon sowas gedacht. Ich habe mir tatsächlich schon sowas gedacht. Weil er hat ja bei dem 100-Kilometer-Marsch, den er gemacht hat, auch erzählt, dass er immer zwischendurch gelaufen ist und dann zwischendurch wieder gegangen. Ich habe aber auch gedacht, ich werde heute so die letzten 10 Kilometer oder so joggen. Weil ich ja auf jeden Fall gewinnen will und alles geben will. So, jetzt bin ich aber ungefähr bei der Hälfte. Und das wird nicht reichen. Also die einzige Chance, die ich noch habe, ist, wenn ich einfach gleich loslaufe, was schon ein richtig harter Tobak ist, weil ich habe Wanderklamotten an und es ist halt echt eine weite Strecke und ich bin lang nicht mehr so weit gelaufen. Also, ich werde jetzt mit Wanderschuhen mit diesem Rucksack auf dem Rücken joggen. Und ich werde das jetzt erstmal nicht filmen. Ich gebe euch ein Update beim nächsten Boxenstopp. Norda steht noch 13 Kilometer. Oh, das schmeckt aber. Das schmeckt. Der letzte Kilometer mit dem Rucki in der Hand. Ist einfach nur nervig. Die Straße hier ist einfach nur nervig. Ist einfach einmal laut. Ich bin bei 30 Kilometern angekommen. Rucki wurde getragen. Ja, ich schneide den jetzt mal wieder auf den Rücken. Aber Beine sind auf jeden Fall schon ein bisschen schwer. Hüfte drückt ein bisschen.
Ist wie gesagt heute irgendwie nicht so hundertprozentig mein Tag, aber einfach Beste draus machen. Letzten 16 Kilometer jetzt. Also ich sag's, wie es ist, das ist alles schon ziemlich großer Mist. Also 3 Kilometer waren das jetzt ungefähr. Ich konnte ihn nicht durchjoggen. Beine tun weh, Knie tun weh. Und es sind ja noch 23 Kilometer. Also ich habe noch eine dritte Hoffnung, die mir eben nicht eingefallen ist. Und zwar, dass Malte sich übernommen hat. Und dass ihm die Puste ausgeht zum Ende hin. Muss aber sagen, so wie ich ihn kenne, ist das nicht sehr wahrscheinlich. Gleiche Taktik. Ich werf sie hin. Mache 20 Liegestütze und 20 Sit-Ups im Eingangsbereich eines Supermarktes. Also das ist so eine Aufgabe, das ist das Kryptonit für Malte, weil sein Schamgefühl da sehr, sehr ausgeprägt ist. Aber von Zeit- und Kraftkosten, was ich jetzt einsparen kann dadurch, weil es gibt auch so Dinge wie tragen Stock, der so groß ist wie du selbst, 5 Kilometer. Mit dem kann ich ja zum Beispiel nicht joggen. Von daher muss ich sagen, das ist schon eine bessere Karte für mich jetzt. Also jetzt, wo ich hier stehe, ist das schon alles gar nicht so geil. Eigentlich habe ich sogar echt Durst und wollte mir da schnell noch was zu trinken holen, aber ich dachte mir dann doch, schnell weg, es kommt ja gleich noch der Lidl. Nun mache ich doch einen kurzen Boxenstopp hier in einer Bushaltestelle an der Hauptstraße. Ich habe mich etwas beruhigt und ich bin tief in mich gegangen und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde mich jetzt nicht weiter verrückt machen, ich werde jetzt nicht joggen, ich ziehe einfach schnell meinen Stiefel durch. Wir beide hatten eine Strategie. Malte hat sich eine Strategie ausgedacht, ich habe mir eine Strategie ausgedacht und seine Strategie hat nun mal gewonnen. Wenn ich mich jetzt seiner Strategie anpasse, mache ich mich nur verrückt und mache ich mich nur kaputt. Also mir tun vor allen Dingen auch schon die Füße, die Beine, die Knie weh. Wäre ich ihm nicht begegnet, wäre ich sehr zufrieden mit meiner Leistung, weil ich lege hier schon gutes Tempo hin und ich ziehe ganz gut durch. Was ich auf jeden Fall daraus ziehe, ist, ich bin einfach aktuell noch nicht fit genug. Wir haben ja uns angemeldet für einen 100 Kilometer Marsch in Berlin im Mai. Bis dahin muss ich einfach noch viel fitter werden, mehr abnehmen. Das ist jetzt so das Zwischenfazit. Also, ich ziehe jetzt einfach weiter meinen Stiefel durch. Ich laufe schnell, aber ich werde nicht joggen. Das macht jetzt hier alles gerade überhaupt keinen Sinn. Das ist überhaupt kein Gehweg. Ja, das ist mal gerade irgendwie nicht so geil. Aber ich müsste sonst einen großen Umweg machen. Schauen wir mal, wie lange das hier geht. Gerade mal aufs Navi geschaut. Jetzt noch 9,5 Kilometer. Bin gerade wieder ein bisschen ins Laufen reingekommen. Bin eigentlich noch ganz gut in der Zeit, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Leute, ich bin bei 40 Kilometer angekommen. Der letzte Zettel wird jetzt gezogen. Schauen wir mal, die letzten 6,5 Kilometer hier geht, ey. Mal durch. Ja, und das ist jetzt auf jeden Fall nochmal richtig blöd. Laufe oder gehe 1 Kilometer mit zusammengebundenen Schnürsenkeln. Ja. Gerade wenn wir hier jetzt in der Stadt sind. Ja. Na gut. Ja, das ist jetzt einfach so, wie es ist. Ja, ich wurde auf jeden Fall gerade dabei beobachtet, wie ich meine Schnürsenkel zusammengebunden habe und dann losgegangen bin. Die hat mich komplett entgeistert angeschaut. Da gab es schon den ersten Moment, wo ich mich fast gemault habe. Ich gehe stark hier jetzt. Echt wie der letzte Bekloppte, ey. Oh, boah, ja, genau das nämlich. So, 41 Kilometer. Jetzt werden die Schnürsenkel mal wieder auseinandergefriemelt. Ich glaube, die haben sich richtig schön festgezogen. Schau mal, ich weiß gar nicht, ob ich die auseinanderkriege. Ich brauche neue Schnürsenkel. Ja, das war auf jeden Fall einer meiner schwächeren Momente hier heute. Die letzte Stunde ist angebrochen, noch knapp 5 Kilometer auf der Uhr. Und ich hoffe einfach mal, dass es Tammo auch einigermaßen gut geht. Ich drücke auf jeden Fall gerade schon die ganze Zeit dick die Daumen,
dass er gut auf dem Weg ist. Ich habe übrigens gerade noch einen Anruf von einem guten Freund bekommen, der Tammo gestern auch noch auf einem Geburtstag getroffen hat, wo ich auch noch einen Augenblick war. Tammo hat anscheinend relativ laut und siegessicher verkündet, dass er mich heute platt machen wird. Ja, da schmeckt mir die jetzige Situation gerade. Also auch die letzten 40 Minuten, die ich jetzt hier noch unterwegs bin, die schmecken mir besonders. Schönen Gruß. Es fängt hier einfach auf dem allerletzten Kilometer an zu regnen ein bisschen. Aber das können wir auch nochmal festhalten. Das war einfach ein super Glück auch mit dem Wetter heute. Es hat überhaupt nicht geregnet. Wind hat auf jeden Fall mitgespielt. Also wettertechnisch dürfen wir uns gar nicht beschweren. Das war genau richtig. Da vorne fängt der Stadtpark an. Leute, was war das für ein Tag? Ich sehe da vorne auf jeden Fall gerade den Zielpunkt. Es ist jetzt 3:45. Ich habe von Bad Segeberg, von Möbelkraft bis hier zum Stadtpark 9 Stunden und 8 Minuten gebraucht jetzt. Ich habe auf jeden Fall wieder viel aus diesem ganzen Tag mitgenommen. Ich habe es vielleicht auch ein ganz klein bisschen unterschätzt. Ende des Tages hat es wieder extrem gebockt. Aber ich freue mich jetzt auch einfach gleich auf eine warme Dusche und Bett und das Wochenende noch ein bisschen ausklingen lassen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei Tammo gerade aussieht. Es gibt nachher noch ein paar abschließende Worte mit Tammo zusammen. Der bringt mir mein Auto nachher noch vorbei. Ja, und dann hören wir uns nachher nochmal. Aber erstmal gucken wir nochmal rein, wie es bei Tammo jetzt aussieht. Ich habe jetzt lange nicht gefilmt, weil ich total im Flow-State war. Ich habe mir Kopfhörer aufgesetzt, habe Podcast gehört. Bin einfach ganz gemütlich meine Schritte vor mir hingegangen. Und es war tatsächlich sehr schön. Malte hat mir auf jeden Fall eben gerade geschrieben, wie das denn mit den Videoaufnahmen aussieht. Ob wir das heute noch machen wollen. Was mich vermuten lässt, dass er vielleicht sogar schon fertig ist. Das wussten wir, dass das so sein wird. Dann ist das so. Was auch immer die nächste Challenge ist, ich werde gewinnen. Um jeden Preis werde ich gewinnen und ich werde ihn nie wieder unterschätzen und ich werde immer denken, der will noch doppelt einen drauflegen. Ich habe hier einen kleinen idyllischen Fleck gefunden. Das letzte Los wird gelost. Ja, richtig. Community-Vorschlag. Gehe 1 Kilometer der Strecke rückwärts. Warum? Das ist schon eine der arschigsten Zettel. So Leute, wir sliden jetzt hier mal Moonwalk-mäßig in die nächste Stadt rein. Lesen. Wee. Zehn vor sechs. 44,5 Kilometer. Ich muss noch 40 Minuten laufen jetzt und es hat richtig angefangen zu pissen. Es ist einfach langsam echt dunkel. Das wird jetzt der richtig grimmige Endspurt. So, da ist der Beweis. 18.35 Uhr. Also die 5 Minuten könnt ihr ruhig mal zurückrechnen, weil ich musste erstmal die Sachen auspacken und mein Handy hier zurecht fummeln. Ungefähr 47,5 Kilometer in 9,5 Stunden von Hamburg nach Bad Segeberg. Ist an sich eine gute Leistung, nur ich vermute, dass wenn es im Vergleich zu Maltes Zeit steht, habe ich abgelost. Trotzdem hat es mir echt Spaß gemacht. Das war ein guter Tag. Speziell die letzten Stunden gingen total entspannt. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass ich auch den 100 Kilometer Marsch entspannt schaffe. Ich fahre jetzt auf jeden Fall mir irgendwo was zu essen holen und dann fahre ich nach Hause und dann gehe ich heiß duschen und dann war's das. Und dann möchte ich auch Monat oder so nichts von Malte hören. Tammo müsste jetzt gleich mit meinem Auto hier bei mir vor der Wohnung stehen. Er hat es geschafft. Bin mal gespannt, wie er gleich aussieht. Er hat mein Auto jetzt aus Bad Segeberg zu mir gefahren. Ich fahre ihn jetzt gleich noch eben nach Hause. Und dann gehen wir gleich nochmal kurz in einen gemeinsamen Abschlusstalk. Ja, Tammo hat mir gesagt, er ist jetzt gleich da. Und ihm ist geistig umnachtet einfach eingefallen, zu meiner alten Wohnung zu fahren. Ja. Das heißt, ich muss jetzt noch einen kleinen Augenblick hier warten. Sehr gut, starkes Ding, Tammo. Ey, Tammo, ich bin
so krass gespannt, mir dein Videomaterial später anzuschauen. Ja. Da ist auf jeden Fall viel Salz drin. Das Salz würde ich dir auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle auch irgendwie nochmal so leicht drüber streuen. Ja, ich bin auch gespannt, wie das fertige Video wird. Aber wir können auf jeden Fall, haben wir gerade schon mal festgestellt, dass wir es richtig gut fanden, dass wir 6 unterschiedliche Aufgaben erledigen mussten. Was ja auch super unwahrscheinlich war eigentlich, dass wir keine Überschneidung haben. Ja. Es gab schon ein paar Zettel, die ich dir gewünscht habe. Ja, leider nicht gezogen. Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe Glück gehabt in meinen Zettels. Ja, fand ich auch. Also ich habe auch Glück gehabt. Ja. Also ich habe bei dir so 2 Aufgaben auf jeden Fall gehabt, da habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Was heißt das, nee, auf keinen Fall? Also zum Beispiel das mit den Liegestützen, das hätte ich, ja, und den Sit-Ups. Nein, nur mit den Liegestützen und Sit-Ups, da hätte ich halt überhaupt gar keinen Bock drauf gehabt, das zu machen im Supermarkt. So. Da habe ich auch wirklich die ganze Zeit gedacht, oh, bitte nicht das, bitte nicht das, bitte nicht das. Und mit dem Barfuß in den Schuhen drin, das fand ich auch dirty. Ja, war schon dirty. So. Zum Glück war das erste, weil da war ich noch am fittesten. Aber bei den Liegestützen war es halt auch wirklich so, dass ein altes Paar vorbeigegangen ist und die so, geht's noch? Geht's? Geil, hat sich gehört. Genau, das will ich sehen. Oh, geil. Ansonsten, ich bin jetzt froh, dass es vorbei ist. Es ist jetzt Samstagabend. Wir können gleich beide schön rein ins Bettchen. Wir sind am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt bitte auf Gefällt mir. Abonniert meinen Kanal, Mölten wir raus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf, habt euch lieb. Peace.